Stell dir vor, du kaufst im Supermarkt ein. Es gibt Sonderangebote. Du hast Reis gekauft, Brot und etwas Gemüse. Doch an der Kasse fügt die Kassiererin eine Flasche Champagner hinzu. Deine Rechnung beträgt jetzt 240 Euro. Wieso? Kundeninformation. Der Aktionspreis für alle Produkte wird heute am Champagnerpreis festgemacht. Dieser Supermarkt wendet ein Grenzkostenmodell an. Genau so funktioniert aktuell der EU-Energiemarkt. Das EU-Energiepreismodell ermöglicht es Stromproduzenten, günstige erneuerbare Energie zum Preis von teuren fossilen Brennstoffen zu verkaufen. Beim Auffüllen des täglichen Energievorrats bieten Stromproduzenten am Markt ihre Energie gemäß der Produktionskosten an. Das Gebot beginnt bei der günstigsten Energiequelle, wie erneuerbare, und fügt andere hinzu, bis der Bedarf gedeckt ist. Dies geschieht in der Regel mit Gas, eine der teuersten Energiequellen. Der endgültige Strompreis wird daher vom Gaspreis bestimmt. Im Verlauf des Jahres 2021 hat eine Gaspreissteigerung von bis zu 800% die Strompreise erhöht, obwohl saubere, günstigere Quellen den Großteil des Energiemix ausmachen. Dieses System ist eine Folge von jahrzehntelanger Privatisierung des Energiesektors, in der Annahme, dass dies die Verbraucherpreise senken würde. Stattdessen haben steigende Strompreise 31 Millionen Europäer in Energiearmut zurückgelassen, während Energiekonzerne durch Spekulation Milliarden Euro einstreichen. Energie ist keine Ware wie jede andere. Es ist Zeit für einen Systemwechsel und ein faires, gerechtes Energiemodell, das für Mensch und Planet funktioniert.